Willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Beim letzten Mal waren wir hier hinten irgendwo auf der Suche nach einer Ruine, die wir dort entdeckt haben. Allerdings können wir tun und wollen, was wir wollen. Wir kommen da derzeit noch nicht rein. Ich habe da noch ein bisschen rumprobiert und habe mich echt fuchsig gemacht. Und habe dann halt im Internet nachgeguckt und dann, ja, da kommst du später hin. Ja, waren wir mal wieder zu früh an einem Ort. Ich liebe es. So, nichtsdestotrotz begeben wir uns jetzt nach, keine Ahnung, wir können auch eigentlich hier wegteleportieren, ne, geht glaube ich ein Stückchen schneller. Und dann weiter auf Lagerfeuer-Erkundungstour und Metallblumen und halt so alles andere, was man halt noch so braucht, ne. Halt so Zeug, alles, was weg muss, muss weg. Was eingesammelt werden muss, muss eingesammelt werden. Ne, kennt man ja. Und dann hoffen wir einfach mal, dass das möglichst so in 50 Parts dann erledigt ist. Das hoffe ich. Ansonsten, ja, mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass es ganz so lange dauern wird. Ich meine, klar, es wird halt ein bisschen dauern, bis wir jetzt alles eingesammelt haben, was wir so einsammeln können. Aber das ist so lange dauern, glaube ich auch nicht. Ich versuche mich ja da einigermaßen zügig an alles ranzuhalten. Ob das halt auch immer so zügig ist, ist so eine andere Geschichte. So, da ist mein Tierchen. Guten Tag. Wir düsen weiter. Ist das ein Blümchen? Ja, aber keins für mich eigentlich. Egal. So. Ein Lagerfeuer mit meinem Namen drauf. So, dann auf zum nächsten Ort. Das wäre wahrscheinlich schon die Stadt hier. Bevor wir dann zur Metallblume ziehen. Na, ja, dann mal. Ogo, ne? Wird schon. Kriegen wir hin. Hoffe ich. Ist ja aber auch schon gleich wieder ein Lagerfeuer in der Nähe. Da haben wir auch eine Nebenquest, siehst du. Da können wir sogar mal was anderes tun. Das müssen Osaram sein. Man kann es diesem Ort ansehen. Aha. Ist ja dreckig, oder was? Okay. Guten Tag. Ihr habt eine kostenlose Kiste, habe ich gehört. Hier. Zack. Meins. Okay. Und da oben hat jemand eine Quest. Dann gehen wir mal da hoch. Wer ist das? Keine Ahnung, aber der hat eine Kiste. So, guten Tag. Meine Schwielen sind älter als du. Ich habe Schwielen genug, wenn du mich testen willst. Ha, Hitzkopf. Ich glaube es, Flammenhaar. Petra Schmiedin. Aloy, Maschinenjägerin. Maschinenjägerin, ja? Ich kann dich vielleicht brauchen. Es ist so, man will uns aus unserem Revier verdrängen. Darum habe ich gerade diese Schrottschleuder in Arbeit. Unser Problemlöser. Schrottplatz? Was ist das hier, Petra? Die Freihalde. Frei, weil wir nur uns selbst verpflichtet sind. Dem Metall und den Staubstürmen. Und die Halde ist dort. Ein Schrottplatz, die Osaram sammelten hier. Nutzloses von den Alten. Atme ein. Nimm den Geruch auf. Rauch und Schweiß. Ein Leben im Wald betäubt die Sinne. Ich kann allein 5 Metalle schmecken. Dieser ganze Schrott ist also von den Alten. War es ein Schlachtfeld? Ein Vorrat vielleicht. Oder eine Müllhalde. So dicht gepackt, dass alles verschmolz. Sie warfen mehr weg, als wir je kennen werden. Okay. Die Alten. Bist du nicht neugierig? Willst du nicht wissen, was das hier war? Na, manche stöbern hier ihr Leben lang, um es herauszufinden. Ich nicht. Für mich gibt es hier vor allem viel zu schmelzen. Ja, man muss den Wald nicht verstehen, um Holz für Pfeile zu bekommen. Dann wüsstest du aber, dass Reinholz am besten ist. Vorsicht, verbrenn dir bloß nicht die Zunge. Ich denke nicht an die Alten. Sie hatten ihre Zeit. Ihre Arbeit ist beendet. Ihre Erfindungen sind tief vergraben. Rost auf Knochen. Meine Schwestern und Brüder werden eine neue Welt schmieden.
Und was machst du so als Schmiedin? Du bist also Schmiedin? Du führst die Schmiede und die Stadt? Die Stadt ist die Schmiede und alle arbeiten kräftig mit. So ist es richtig, ohne Präfekten, die sich ständig einmischen. Wären wir im Anrecht im Osseram-Land? 3 Tage Diskussion, immer wenn man einen Nagel einschlagen will. Klingt frustrierend. Ist es. Doch wir diskutieren gern. Man braucht heiße Luft, damit das Feuer brennt. Aber Traditionen werden nicht diskutiert. Dort wäre ich Petra Schmiedgattin. Wie findest du das? Das passt nicht zu dir. Gute Antwort. Darum ging ich weg. Ich war damals noch biegsamer Stahl. Ich konnte alles aus mir machen, bis ich mich abkühlte. Und wohin bist du gegangen? Du gingst also weg. Und wohin? Zuerst nach Meridian, wie alle anderen. Ich arbeitete mit am großen Aufzug. Wir waren gerade fertig, als der König durchdrehte. Also schwor ich, einen Platz für alle zu finden, die mir folgen wollten. Wir schlugen uns durch bis zum Kriegsende. Dann fanden wir dieses alte Osseram-Lager. Lang verlassen, Haufen von Metall. Ein Ort für den Neuanfang, den ich prägen konnte. Ha! In deinem Alter dachte ich, dass der härteste Schlag am besten prägt. Ich nehme an, das Alter macht dich weiser. Sag ich nicht. Okay, und was ist das für eine Waffe? Die Waffe, die du da hast, so etwas habe ich noch nie gesehen. Eigenbau? Sieht man meine Handschrift? Ihre Mutter war einst beim Kampf um Meridian dabei. Bei solchen Schlachten hilft keine Strategie. Man braucht pure Feuerkraft und zermalmt so die Armee des verrückten Sonnenkönigs. Was guckst du so? Waffen mit solcher Kraft. Es ist nicht die Waffe, Flammenhaar, es ist der Schütze. Hätten sie den großen Aufzug belagert, wäre ich da gewesen. Sehr gute Arbeit. Steckt voller Geschichten. Ich kann sie dir mal erzählen, wenn du willst. Das Vieh hat noch keine Geschichte. Zu schwer zum Tragen, frisst Metall wie ein Schnappmaul. Okay. Wie kann ich helfen? Du sagst, man will euch aus dem Revier verdrängen. Aus unserer Halde. Ein paar Plünderer kamen zum Schnüffeln, gerade als wir gute Waffenteile gefunden hatten. Und bei der Gießerei hat sich eine Banditenbande breit gemacht. Sie sperrten uns aus und sitzen auf den Energiezellen. Sie mögen alles, was glänzt. Tja, wir brauchen die Teile und Zellen für unsere Verteidigung. Ein kleiner Job. Schnell und sauber. Etwas Schmutz macht mir nichts aus. Du bist ja wirklich schnell zu entfachen. Okay. Gut. Dann wissen wir jetzt, was wir tun können oder sollen oder müssen. Aber dahin. Ja, kriegen wir hin. Einmal kurz markieren, wäre glaube ich nicht so verkehrt. So. Ja, wird schon. Vielleicht mal eben schnell ein paar richtige Pfeile auswählen. Schon mal richtig anlegen hier. Dann klappt das auch mit den Nachbarn. Hoffe ich. Wenn mich jemand gefragt hätte, ich hätte zuerst die Stadt eingenommen. Mehr Sklaven, die Lichtkisten ausgraben können. Dann mach das doch, wenn die anderen da sind. Sie kommen bald. Ich habe mich gerade gewundert, wer hier redet. Weil ist ja keiner da. Und die Maschinen. Na, da hinten hin muss ich letztendlich hin. Ich muss sowieso die Banditen ausmerzen. Ja, ob ich das hinkriege? Mal gucken. Solange die mich nicht bemerken, ist das ja erstmal okay. Erstmal. Hat keiner gesehen. Das
Das sind da hinten aber ganz schön viele. Sind alle da drin, ja? Es war ein Tarnkill. Die Banditen haben eine gute Verteidigung. Mal sehen, wo ihre Wachen stehen, bevor ich die Energiezellen suche. Da entsteht auch einer. Scheint jetzt aber auch nicht sonderlich intelligent zu sein, ne? Dass sie mal Alarm schlagen oder so. Viele sind halt hier hinter. Einer steht da oben. Ich nehme dich immer ganz kurz auseinander, bevor du aus welchem Grund auch immer hier amok läufst. Okay. Das heißt, da unten haben wir halt eigentlich in Anführungszeichen nur noch irgendwelche Maschinen. Schrei doch mal nicht so laut. Okay. Die zwei da machen mir am meisten Sorgen. Wir zusammenstehen. Entdeckt. Hier drüben. Gut, das war jetzt klar. Sehr schön. Das kriegen wir tatsächlich alles hin hier. Freut mich ja. Augen nach oben! Da ist sie! Bäh. Viel aushalten tun die ja nicht. Was? Sieht gut aus, ne? Okay. Machen wir hier mal Klopf-Klopf oder so? Können wir gar nicht. Ist auf Laden. Hm. Da, eine Energiezelle. Meins. Was hast du hier Feines? Aha. So, noch eine Energiezelle. Und die andere ist dann wohl da oben, ja? Okay. Komme ich da irgendwie von hier aus wieder hoch? Ich glaube nein. Zumindest nicht so einfach.